Oh, los geht's. Was bekommen wir für eine Kiste? Ist das jetzt unsere? Beschleunige, wenn rote Lichter erscheinen, um dein Nitro aufzufüllen. Beschleunige bei Los, um einen besseren Start hinzulegen. Nitro füllt sich im Laufe der Zeit wieder auf. Denke strategisch. Okay, also noch ein Trackrennen. Chevrolet Caprice Weasel Custom Donk Edition. Na, da schaue ich dann mal in meine Garage und setze es mal als Favorit. Weasel D Customs kümmert sich um dein Auto. Du musst nur deinen Stil finden. Also such dir die ersten Felgen aus. Die goldenen hier. Ja, die möchte ich. So. Alles gut? Erstmal nur Felgen Zeit für bekommen. Ein Rennen auf großen Felgen. Du wirst es lieben. Oh, das sind auch mächtige Räder, die sie mir da eingebaut haben. Wo habe ich den RT? Ich hab gar kein Nitro. So verbringen wir unsere Nächte. Du Scheiße, das ist ja mal. Ah, das ist doch kein typisches Donkrennen. Dein Auto muss den Körper von Jessica Rabbit haben und sich bewegen wie Speedy Gonzales, verstehst du? Ist so eine Kategorie echt Donkrennen. Ja, ich merk's, der hat ganz schön Geschwindigkeit drauf. Also mein Motor frisiert hat auch, wieso sind hier überall Baustellen? Links und rechts. Oh, da lässt sich schon gut fahren. Obwohl die Kiste ist ganz schön getuned, aber er lässt sich noch gut fahren. Ist er jetzt auch mit Schwierigkeitsgrad, okay, das ist ja erstmal Stufe 1 und es sind wahrscheinlich 5 Rennen, die ich hier machen muss. Und es kann was dabei sein, einige Sachen, die schon ein bisschen schwerer werden. Lass mich nicht hängen, F. Ich bin doch sowieso Erster. Zack. Echt guter Start. Nächstes Mal bekommen wir 2 Donks mehr. Oh, diese Riesenräder, wow. Okay, nächstes Rennen. Wir machen gleich weiter. Komm, ich lasse mal meine Sachen hier. Ist nicht so viel. Schwierigkeiten. Ich habe nicht so eine hohe Schwierigkeit eingestellt hier bei The Crew. Motorfest. Also muss ich bis zum nächsten Rennen fahren. Ich habe gedacht, es geht gleich weiter. Kann man die Leistung der Fahrzeuge und die Reflexe der Fahrer am besten vergleichen. Je synchroner du mit den Lichtern agierst, desto mehr füllst du deine Nitro-Anzeige und desto besser wird dein Start. Nitro-Anzeige füllen. Ja, da war irgendwas mit den Lichtern, ne? Die Lichter aufblinken, kann ich mein Nitro füllen. Das habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich habe es nicht so gecheckt, aber mal sehen, ob ich es beim nächsten Rennen bemerken kann. Muss irgendwie, wenn die Lichter erblinken, auf RT drücken. Nitro-Anzeige auffüllen. Da muss ich nochmal besser drauf achten. Da muss schon die nächsten Donk. Jetzt wird es schwieriger. Du hast es nicht mit einem, sondern mit 3 Donks zu tun. Okay. Oh, wir fahren immer dasselbe Fahrzeug erstmal. Ich hätte nochmal aufs Tutorial drücken sollen. So, RT haben wir hier. Lass mich dir was sagen, F. Wenn man in diesem Geschäft der Boss sein will, muss man wie der Boss aussehen. Bei den Donks ist das genauso. Und das schaffst du mit der richtigen Stoßstange. Dadurch sieht der Donk imposant aus. Hier sind mal heftige Sachen dabei. Nehme ich das. Und Event starten. Das sieht geil aus. Wir verwandeln die Kiste richtig. Was für Lichter, meint er? Komm schon, zeig mir aus welchem. Das war ein schlechter Start. Mit welchen Lichtern soll ich interagieren?
Ich verstehe es nicht so richtig mit den welchen Lichtern ich interagieren soll. Du weißt von dem Wettkampf, ja? Dunk gegen Lowrider? Wer den besten Style hat? Das könnte deine große Chance sein. Was meinst du? Mir gefällt, was du mit deinem Auto machst. Ich will, dass du für mich fährst. Denk drüber nach. Mit den Lichtern agieren kann ich ja nur am Anfang im Start, um Nitro-Zeug aufzufüllen. Zeig's ihnen, F. Sei ein Held. Das ist ja eigentlich nur beim Start, wenn ich den richtigen Start-Zeitfenster auf Gas drücke, dass ich dann Blitzstart mache. Ist es soweit? Blitzstart ist ja immer normal bei diesen Rennen. Aber mehr weiß ich nicht. Aber wir haben es gewonnen, trotzdem. Rückkehr zur freien Fahrt. Ja, sieht schon besser aus, gut die Kiste. Gemacht. Neue Herausforderungen voraus. Zur neuen Herausforderung werde ich dann wieder mit dem Flugzeug mich aufmachen. Dieser trifft sich mit all seinen Leuten am Haula Forest. Von da fahren sie gemeinsam zum Donk vs. Lowrider Wettkampf, um einen großen Auftritt hinzulegen. Das ist eine Chance, eine letzte Runde mit den anderen Donks zu drehen, bevor du gegen deine echten Rivalen antrittst. Oh, das ist doch... ist das jetzt hier... irgendwo über den Berg. Ich hab dir das sicher gesagt. Ein Donk ist ein umgebauter Chevy Impala oder Caprice, aber nur die Modelle von 71 bis 76. Das sind die wahren Donks, aber es gibt auch die Kinder der Donks. Ein umgebauter Caprice von 77 bis 90 ist eine Box. Jahrgang 91 bis 96 heißt Bubble. Mit diesen Infos kannst du auf der Straße punkten und von mir bekommst du sie kostenlos. Vorsicht, Bäume. Die anderen Donks warten nur auf dich, um zum Wettkampf aufzubrechen. Viel Spaß während der Fahrt. Vorsicht, Bäume. Wenn ich die Kiste komplett in Gold bekomme, ich kann ja jetzt wieder irgendwas abtunen. Ich denke mal, man kann hier nach und nach jedes einzelne Bauteil tunen. F, ich möchte, dass du heller strahlst als der große Wagen. Goldene Seitenschweller und Chromflügel. Such dir deinen Schmuck aus. Ich kann ja hier nur... ach, ich kann alles wählen. Ich kann hier weiter tunen, okay. Hinten geht noch gar nichts. Hinten geht noch gar nichts. Kann ich hier hinten noch gar nichts machen? Ich würde gerne auch hier hinten tunen wollen. Ne, da geht noch gar nichts. Hinten kann ich noch nichts tunen, aber wir nehmen jetzt die Karre so und nachher machen wir nur noch mal ein schönes Foto von der Karre. Wir sehen schon viel besser aus. Ich habe aber jetzt endlich Nitro und es ist ein Sprintrennen. Ich liebe ja Sprintrennen. Mache ich lieber als Rundkurse. Vier Chevy Caprice bereit für die Action. Wir hätten keinen besseren Eindruck hinterlassen können. Diese Autos waren schon immer die luxuriösesten der Marke. Der 71er ist absolut klassisch mit seinem Eierkartongrill. Mit unserer Modifizierung. Sorry. Mann, ich
Sorry. Ich kann es kaum erwarten, endlich anzukommen. Ach, das war schlecht, das war mies. Zu spät gebremst, zu blöd eingelenkt. Aber noch wurde ich nicht überholt. Ah, dann stört ja auch ein bisschen der Gegenverkehr. Es sind zwar nicht so viele, aber... Okay, vorne gleich. Hier mal ein bisschen vom Gas. Oh, die Kiste ist so schwerfällig. Das ist doch ein Rennauto, das ist nur ein Protzauto zum Rumprotzen, auch nicht für irgendwelche Rennen. Autsch, sorry. Jetzt dazu, F. Das macht mich richtig glücklich, weißt du? Du hast jetzt deinen eigenen Donk mit deinem eigenen Style. Vielleicht kannst du ihm noch den letzten Schliff geben. Mal sehen. Aber du hast etwas, das die meisten nie verstehen werden. Bei einem Donk geht es darum, sich auszudrücken, seine Persönlichkeit zu zeigen. Und wenn wir die Konkurrenz ärgern und ein paar Kröten verdienen können, dann sind das zwei Fliegen, verstehst du? So, über 50% schon absolviert. Jetzt können wir mal ein bisschen mehr. Ah, hier ist wieder eine scharfe Kurve. Ja, abbremsen wieder. Genau. Ein bisschen Nitro reinpfeffern. Wir sind mit Abstand der Erste. Und hier kommt mal eine richtig scharfe, fiese Kurve. Ja, Donks vs. Lowrider. Donk fahre ich jetzt gerade. Das ist ein Auto, mit dem man auch Rennen fahren kann, was auch protzig ist. Und die Lowrider, die stimmt, die kommen ja erst noch. Ich fahre ja dann noch Lowrider. Wo dann vielleicht das Bouncen, dann das Hüpfen auch wirklich funktioniert. Aber selbst mit den Lowridern werde ich ja dann Rennen fahren. Lass die Motoren aufheulen. Jeder soll's wissen. Hier rum. Ein traumhafter Tag in Oahu, Hawaii, mein Guter. Ich liebe diesen Staat. Alle Mädels wollen Baywatch spielen, verstehst du? Ziel. Offenbar hängen diese Lowrider auf dem Footballfeld rum. Begrüßen wir sie mal angemessen, wenn du weißt, was ich meine. Mit meinem Donk die Lowrider begrüßen, klar. Motorhauben bekommen. Das nächste ist gleich da vorne. Die Lowrider-Leute sind schon angekommen. Sie sorgen auf dem Footballfeld für Stimmung, wie nur sie es können. Sie hüpfen mit ihren hydraulischen Aufhängungen herum. Das ist die Gelegenheit, sie herauszufordern und das Gebiet zu erobern. Und ein bisschen abkürzen durch die Kanalisation. Low, don't dance no more. Jetzt ein Caprice. Immer noch den Caprice. Und wir treten jetzt gegen den Lowrider an. Kann ich nun mal was tun an meiner Kiste? Bisschen die Optik vielleicht? Zumindest.
Wir können jetzt am Motor nichts machen, im Moment. Ein letzter Touch vor dem Wettkampf. Entweder du machst es subtil oder protzig. Auf jeden Fall wird wenn dein dann das hier gehörig rocken. Mehr geht nicht. Das hätte ich gern in Gold. Nee, das ist schon richtig so. Gut. Jetzt sieht die Kiste doch immer besser aus. Mein Donk macht die Lowrider platt. Ach, ich würde auch gerne einen Lowrider fahren. Weasel, wir fahren einen Weasel. Gegen Vanessa. Hey, Pendejo, bereit zu verlieren? Und es ist ein Rundkurs. Was ist das denn? Ich konnte es mir schon denken. Irgendwas Schweres. Hey Mann, das ist sicher ein Geist. Auf ist mein Kopf. Ich bin echt Chico. Jetzt muss ich mal, mich mal ein bisschen konzentrieren. Du hast mich zu Tode erschreckt. Ich hasse Geister. Du bist diese Mamacita von den Lowridern, ja? Ich bin Sophia und dieser Lowrider gehört meinem Car-Club. Ein 87er GNX, hä? Huh? Hübsch, dieses Gold. Sieh, also verstehen sogar Donk-Typen ein bisschen was von Autos. Aber hallo, soll ich dem Ding ein paar große Felgen verpassen, so für den Anfang? Klingt echt lang. Wart's mal ab. Warum machen wir es nicht interessanter mit einer Wette? Und der Gewinner bekommt das Auto des Verlierers. Ich bekomme das Auto des Verlierers. Ich bin ja jetzt schon Erster. Dann bekomme ich sein Auto garantiert. Perfekto. Hast du gehört? Jetzt liegt es an dir. Muss doch jetzt die zweite Runde kommen. Gleich. Hier vorne kommt dann die zweite Runde und dann machen wir das Ganze nochmal. Dann haben wir das Auto gewonnen. Ne, jetzt noch nicht. Ach, hier ist es, finde ich, oder? Auch noch nicht. Jetzt sind wir in der zweiten Runde, genau. Da sind ein paar Abkürzungen auf der Strecke. Sei schlau. Nutze sie. Ja, Abkürzung hinterher. Ich bin trotzdem Erster. Weiß ich, dass ich nach links fahren muss, da brauche ich dich nicht dafür. Ich möchte schon meine Belohnungen haben. Ganz bestimmt nicht. Zeig mir die Autos. Ja, ein paar Credits, du hast ein paar XP gemacht. Tuningteile, geil.
Wurde nicht gesagt, dass ich das Auto geschenkt bekomme? Jetzt sind es wieder so viele Kilometer. Wo will er mich denn hinführen? Das letzte Kapitel Donk gegen Lowrider wird dort stattfinden. Was schon das letzte Kapitel ist da? War's das dann schon? Wo sind denn die Lowrider? Ich habe bis jetzt noch keine Lowrider fahren können. Nur die Donks konnte ich bis jetzt fahren. Aber ich würde auch gerne die Lowrider fahren. Oder ist das das letzte Kapitel Donks und danach kommt das Kapitel Lowrider? Das kann natürlich auch sein. Das ist wahrscheinlich auch nur ein wirklich kurzes Update, dass mal die Rennen fährt und dann mit den Kisten rumreddert und dann war's das. Sogar die größten Tuner Amerikas, wie der, den wir vom Motorfest kennen. Kollegen, Scotto und sein Team haben wieder was gebaut. Ein Auto mit der Optik und der Leistung eines Dynamos. Wie du haben sie einen 71er Caprice genommen und ihm einen großen Block verpasst, der dieses Monster mit bis zu 880 Pferdestärken antreibt. Das Ding ist irre. Warum ist das hier so neblig? Extremer Nebel. Da vorne haben wir schon das Ziel. Mit dem Flugzeug geht es wirklich leichter, über diese riesen Map zu heizen. Gehen wir schon mal ein bisschen weiter runter. Sehen ob hier kaum was. Und bumm. Und los geht es. Zeigt den Lowridern, dass große Felgen die Tuning-Szene regieren. Hoonigans Donk fährt übrigens in deinem Team. Es ist der Caprice mit der schicken blauen Lackierung, den goldenen Felgen und dem brutalen Sound. So, dann zeig mal her. Die Karre. Okay. Caprice kosten Donk Edition. Ach, er fährt in meinem Team mit. Ich bleib bei meinem Fahrzeug und er fährt mit im Team. Lasst unsere Lowrider-Freunde nicht zu sehr leiden. So. Espero que hayas traído a vuestras mamás para que os consuelen después de la carrera. Y Wiese, solo los bebés tienen miedo de los fantasmas. Keine Ahnung, nichts verstanden. Kara, übersetz mal bitte. Sie sagte, ich hoffe, ihr habt eure Mamis mit, damit sie euch nach dem Rennen trösten können. Das Mädel weiß, wie es läuft. Trash-Talk gehört zum Spiel. Außerdem hat sie gesagt, und Weasel, nur Babys haben Angst vor Geistern. Komm schon, das ist doch gar nicht wahr. Du hast es so gewollt, Mädchen. Jetzt müssen wir es mit einem K.O.-Sieg beenden. Ich vertraue dir. Wenn du dich beweist, kannst du den Lowrider als Trophäe behalten. Nach dem Kontrollpunkt nach rechts, da ist eine Abkürzung. Wo ist denn eine Abkürzung? Ich sehe keine Abkürzung. Meinen die die hier? Nee. Nee, ich muss ja durch den Kontrollpunkt durch. Ich kann die nicht einfach irgendwie abkürzen. Wegen den Kontrollpunkten. Ich habe dann Angst, ich verpasse die. Und versaut dann alles. Jetzt nochmal nach rechts. Ah ja, gut, da habe ich jetzt gesehen. Da habe ich jetzt die Abkürzung gesehen. Die hätte ich fahren können. Ja. Macht jetzt nichts. Nicht auf so einen hohen Schwierigkeitsgrad, dass ich die Abkürzung wirklich dringend brauche. Keep the same energy.
sage, ich mag euren Stil, aber ich muss zugeben, ihr könnt echt fahren. Danke, ich nehme jedes Kompliment. Aber das reicht nicht, lo siento. Ach ja? Los jetzt, gib alles! So. Meine Scheißkurve nochmal, nicht enge Kurve. So, wir sind auch gleich wieder am Ziel. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt irgendwie weitergeht oder ob es das wirklich war. Ich würde auch gerne die Lowrider-Karren fahren. Ich bin wirklich gespannt auf die Lowrider, aber ich weiß es nicht, ob wir hier nur die Donks haben. Ach, das sind auch miese Kurven. Wir sind dann auch jetzt im Ziel, da kommt es schon. Und wir brettern voll durch. Mit unserem Donkey. Dankeschön. Nimm's nicht persönlich, Senorita. Ist rein geschäftlich. Gewöhn dich nicht zu sehr an das Auto. Das hole ich mir schneller wieder, als du denkst. Das wollen wir ja mal sehen. Mein Auto. So, da habe ich die Sehr Kiste. Gut, aber die Reise ist noch nicht vorbei. Gut. Was, 18 Kilometer? Nee. Also das mache ich nur mit dem Flugzeug. So, jetzt sind es noch 12 Kilometer. Ist trotzdem eine riesen Piste. Nee, ich will das jetzt nicht holen, dann müsste ich wieder runter. Die Benji-Box jetzt holen würde, die Kiste. Die Donks haben geliefert. Die großen Räder gewinnen gegen die kleinen. Naja, bei dem Leistungsunterschied ist das kein Wunder. Das Auto, das du dir mit Weasels Hilfe gebaut hast, ist einfach irre. In dieser Kiste wirst du garantiert auffallen. Definitiv, aber mit was geht es dann jetzt weiter? Lowrider müsste jetzt kommen, oder Donks versus Lowrider, ich sehe es schon, ich sehe schon das Symbol rechts in diesem Kreisfeld. Noch ein Stück. Es sind immer noch 8 Kilometer. Ich muss mal hier ein bisschen abschmieren, ein bisschen im Sturzflug machen. Da kommen wir ein bisschen mehr Kamera drauf. Aber nee, jetzt muss ich auch wieder hoch den Berg. Ja, auch nicht so gut. Also ich hoffe, die Rennen gehen noch weiter. Ich hoffe, ihr schaltet auch ein, wenn ich nur im November, am 5. November die Crew Motorfest zocke mit dem neuen Update. Es wird neue Events, neue Rennen geben, massenhaft, und eine riesige, große neue Map. Da hoffe ich, dass ihr dabei sein wird. Wenn ihr Spiele sucht, ein bisschen sparen wollt beim Gaming-Kauf, schaut mal unter meine Videobeschreibung. Der Link ist komplett kostenlos. Schaut es euch ruhig mal an. Und wir sind gleich da. Ich sehe das Symbol noch nicht von hier aus. Hier ist auch wieder irgendwo eine Kiste versteckt. Wenn ich das richtig verstehe, hast du nicht nur den Wettkampf gewonnen, sondern auch das Auto deines Kontrahenten. So werden die Sieger bei Motorfest normalerweise nicht geehrt, aber Wette ist Wette. Sophia hat Wort gehalten und ihren Lowrider bei den Containern abgestellt. Du wirst schon sehen, selbst ein Donk-Fan wie du wird ein derart liebevoll getuntes Auto zu schätzen wissen. Also ich bekomme jetzt den Lowrider geschenkt. Und dann war's das schon, oder wie? Ja, das will ich jetzt sehen. Ob das jetzt wirklich gewesen sein soll. Lass ich mir jetzt noch das Auto schenken. Na?
Hier rein, bitteschön. So, mein Autogeschenk. Ich möchte es haben. Den Lowrider. Ah, wieder düster hier. Ich habe die Kiste tatsächlich bekommen. Geil. Wir machen mal ein schönes Foto damit. Und ich hoffe, dass er irgendwas macht, hydraulikmäßig. Da habe ich die Kiste. So, lasst mich mal ein bisschen hier rumexperimentieren. Playlist aktiviert. So, Donk hab ich abgeschlossen. Also kommt jetzt doch die Lowrider Playlist. Geil. Lowrider. Zeigt mir die Events. So, das sind die Rennen. So, lasst mir mal das Fahrzeug. Ah, mit B kann ich hier. Beim ersten Event wird entspannt gecruised. Begleitet wirst du von Sophia, einem Mitglied des El Sereno Car Club und Gastgeberin für die Playlist. Wie der Impala gehört der Buick Regal zu den Autos, die am häufigsten in einen Lowrider verwandelt werden. Natürlich ist deiner noch kein Lowrider, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, Kamera, ey, entschuldigen Sie bitte, ich möchte eine Kamera, mit der Kamera ein Foto schießen. Das wollte ich gar nicht. Was auch immer das jetzt bedeuten sollte. Hab ich's jetzt? Ja. So sieht's doch geil aus. Den Fahrer lassen wir auch drin. Einstellung. So sieht's doch besser aus. Na? Jetzt hat es mir schon wieder das Bild versaut. Also die Einstellung. Ah, das funktioniert. Das hat sich jetzt einfach automatisch weiter bewegt. Das wollte ich gar nicht. Bisschen hoch noch. Na, das ist zu hoch. Immer noch zu hoch. So, erstmal mit dem Auto hier ein Bild machen. Mach ich erstmal so ein Bild und dann gucken wir nochmal Einstellungen. So, Fahrzeuge. Der Fahrer zeigen. Scheinwerfer lassen wir auch mal an. Das ist ein bisschen zu hell. Mittag. Könnten wir noch mal testen. Mach schon mal ein Bild. Das beste Bild nehme ich dann. So. Ich möchte auch noch mal schnell mit der anderen Kiste, die ich noch im Inventar habe, noch mal ein Bild machen. Mit der goldenen Fahrzeuge. So, dann gehen wir noch mal in den Filter rein. Fahrzeugmarke. Dann hätte ich die Chevrolet noch mal gerne. Den fahren. So, mit denen machen wir jetzt auch noch mal ein Foto. Mit den Gold-Applikationen. So, ich bin halt nicht so der Profi hier im Fotos machen bei dem Spiel. Eigentlich überhaupt kein Spiel, weil
Es ist schwierig. So, jetzt gucken wir nochmal in die Filtereinstellung. Zoom auf jeden Fall. Zoom neigen. So sieht das gut aus. Das sieht gut aus. Das ist zu hell. Das sieht gut aus, genau. So, jetzt nehme ich mir wieder meinen Lowrider. Wo war der nochmal? War der Lowrider auch ein Custom Chevrolet? Wo ist der jetzt? Schon mal durchgucken. Hier sind die Flugzeuge. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Marke hieß von dem Lowrider. Wir haben hier so viele Autos drinnen mittlerweile. Wir gucken mal schnell durch. So viele Autos sind es auch wieder nicht. Ach, es kommt dann auch noch irgendwas mit Motorrädern, ne? Ja. Hier haben wir sie doch. Fahren. So, ich habe ihn ja noch gar nicht gefahren. Ah, also geht das wirklich. So, dann fahren wir mal zum nächsten Event mit dem Lowrider. Also kommen wirklich noch einige Rennen auf uns zu und das ist geil. Und das schauen wir uns im nächsten Video auf jeden Fall an. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Im nächsten Video geht's mit den Lowrider Events weiter. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Bis dann, ciao.